Und damit hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Chris, das ist Chris Play und wir starten in Folge Nummer 3 vom neuen Planet Zoo Projekt Serengeti Park. An erster Stelle möchte ich mich erstmal wieder bedanken und Liebe geht raus, ihr seht's rechts unten, an jeden, der einen Kommentar da gelassen hat unter den letzten Videos und natürlich einen Daumen nach oben. Vielen, vielen Dank fürs kostenlose Füttern unseres Algorithmuses, vielen, vielen Dank. Und ihr supportet natürlich damit sehr das Projekt und spornt mich natürlich auch an, wieder neue Folgen zu machen und euch Folgen zu präsentieren. Außerdem noch vielen, vielen Dank an jeden, der von YouTube mal rübergekommen ist auf Twitch. Das waren auch einige, die dann im Livestream dabei waren und sagen, hey, ich habe deine Videos gesehen, voll geil, ich wollte mal live dabei sein. Vielen, vielen Dank dafür. Also an die, die es noch nicht getan haben, auch gerne mal in der Videobeschreibung gucken. Zweite Zeile, da steht Twitch und seid live mit dabei. Ansonsten kleiner Aufruf nochmal, wir brauchen nur noch 50 Leute. Bitte, 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 erste Zeile in der Videobeschreibung, @chrisplayuncut. Kurz mal draufgehen, rüberkommen auf den Uncut-Kanal und ein Abo da lassen. Es würde mir sehr, sehr helfen. Wir sind kurz davor, die YouTube-Partnerschaft zu beantragen. Und ihr könnt mir dabei helfen und das kostet euch wirklich ein Lächeln. Dauert nicht mal eine Minute, ihr braucht nur abonnieren klicken, ihr werdet da nicht vollgespammt oder sonstiges und ihr helft mir wahnsinnig weiter. Also schon mal vielen, vielen Dank an jeden, der sich, kurz Zeit nimmt und dort mal ein Abo da lässt. Dankeschön, vielen, vielen Dank wirklich. Ansonsten starten wir heute mit Folge Nummer 3. Genug gequatscht. Ich würde sagen, wir legen los, denn ich habe euch beim letzten Mal sogar ein bisschen gespoilert auf dem Thumbnail. Das tut mir auch wahnsinnig leid. Aber ich dachte, ich habe das schon in der letzten Folge gehabt. So ist das, wenn man 1000 Sachen gleichzeitig macht. Aber das holen wir jetzt nach, Leute. Also, let's go. Aber hier sind auch noch Schilder. Seht ihr das? Okay, die Schilder also. Natürlich müssen die Leute, die in den Park fahren, wissen, wo sie sich einordnen sollen. Und deswegen stehen in diesem Park noch über der Straße hängen noch Schilder. Nicht wundern, wie in der letzten Folge erklärt, diese Stange gilt oder beziehungsweise dient dazu, dass ich, ja, die Pfeiler einfach parallel zueinander hinstellen kann. Und noch dazu seht ihr schon, ich richte mein Gestell für das Schild einfach an der Stange aus und schon weiß ich, dass es gerade ist. Zumindest halbwegs. Und genau, wir basteln jetzt uns ein Schild. Ich habe geguckt, welche Teile dafür am besten passen. Wenn ihr euch wundert, was ich jetzt hier mache, da sind doch gar keine Pfeiler auf der Straße. Nein, diese Pfeiler sind wieder einmal nur Unterstützung dafür, dass ich jetzt quasi Kacheln habe, wo ich dann genau gucken kann, wie weit ist der Abstand zum linken Pfeiler und wie weit zum rechten, damit ich auch genau die Mitte treffe. Seht ihr das? Dieses weiße Ding muss also genau zwischen zwei Pfeilern hängen. Jetzt habe ich die Pfeiler schon wieder entfernt. Das hier ist ja natürlich alles ein bisschen vorgespult und natürlich habe ich noch meine Pfeile und Nummern platziert. Ja, sieht doch relativ gerade aus, oder? Als nächstes brauchten diese, ja, ich nenne es mal Fahrbahnmarkierungen, brauchten noch, Fahrbahnmarkierungen. Und zwar die blauen und roten Kästchen, wo die Leute sich einordnen sollen, brauchten noch Striche oder Fahrbahnmarkierungen und natürlich Zahlen, je nach, ja, Reihe nenne ich es mal. So, das hätten wir geschafft. So, wenn ihr jetzt mal unten links auf das Bild guckt, dann seht ihr so einen Übergang bzw. eine Straße, die über die Straße geht. Und da fehlen natürlich auch wieder die, ja, Zebrastreifen, hätte ich fast gesagt. Die Fahrbahnmarkierung fehlt und diese habe ich eingezeichnet. Habe ich schnell gemerkt, okay, den Weg rechts muss ich noch ein bisschen höher setzen, aber ist ja alles kein Problem. Wir können es auch nicht zu 100% genau machen. Wir müssen ja gucken, dass es halt einigermaßen zu lösen ist im Spiel, sage ich mal, auch vom Platz her. Und deswegen haben wir den Weg einfach nochmal, ja, neu eingezeichnet. Als nächstes widmen wir uns der Straße, die nach links führt. Die Straße geht eigentlich raus aus dem Park. Also wenn man einmal die Safari erledigt hat, dann kommt man da wieder in die Ausfahrt sozusagen. Und die musste natürlich nachgezeichnet werden. Einmal habe ich sie platziert und danach habe ich sie mir wieder kopiert. Dann habe ich die Strecke der Bahn, die bei uns da lang führt, damit es so aussieht, als würden da Autos langfahren. Die haben wir nochmal neu platziert, ihr wisst, schön penibel. Und somit quasi habe ich mir die linke Straße vorgenommen. Jetzt switchen wir hoch zum vierten Häuschen. Und da geht die Straße natürlich auch nicht nur bis zu dem vierten Häuschen, sondern ein Stückchen weiter, ungefähr da, wo der rote Püppel von Google Maps ist. Das quasi baue ich gerade nach. Und baue mir die Straße, die dann in die PKW oder die zur PKW-Safari hinführt und ja, habe dafür wieder diese Platten verwendet. Anschließend sind wir wieder in den Steam Workshop gegangen und haben uns dieses Planet Zoo Auto genommen.
Und ich dachte mir, das passt ganz gut als Fahrbahnverengung, besser als da nur die Kegel hinzustellen, denn ihr wisst, ich mag Deko. Und dann habe ich dieses Auto quasi noch ein bisschen angepasst und habe anstatt Planet Zoo, Serengeti Park rangeschrieben. Jetzt kam ich allerdings nicht ans Schild, weil hier solche Metalldinger davor gemacht wurden. Also Metalldinger wieder ein Stückchen weg, zack. Und schon kam ich ans Schild und konnte den Namen ändern. Die Farben von Fahrzeug habe ich natürlich auch passend zum Serengeti Park in Orange gestaltet und schon steht dort ein Serengeti Park Auto. Fand ich persönlich ganz cool als Deko. Okay, als nächstes zoomen wir nochmal in die Karte und dort seht ihr diese Fahrbahnverengungen, quasi diese Dreiecke mit den Strichen. Ich habe wieder meine Fahrbahnmarkierung genommen, die ich vorher auch genommen habe. Und ich sag's euch, so eine Verengung zu machen ist nicht einfach, denn wir mussten viel, viel fummeln. Und das sollte ja auch ordentlich aussehen. Ich möchte nicht, dass das irgendwelche Kanten hat und ich möchte, dass das rund aussieht. Und das war manchmal gar nicht so einfach. Und auch diese Striche hier, diese Schrägstriche nenne ich es mal, die die Fahrbahnverengung ja ausmachen eigentlich, waren gar nicht so einfach, weil, find mal den richtigen Winkel und jetzt kommt die Clou da an dem Ganzen. Oben hin, also jetzt nach Norden, wird es ja enger. So, jetzt haben die Striche aber nur eine bestimmte Größe. Und was machst du jetzt, wenn es zu lang ist? Hier geht das noch, da schiebst du das einfach ineinander. Aber jetzt achtet mal drauf, oben diese Ecke. Da musste ich mir was einfallen lassen. Also habe ich mir überlegt, Mensch, wie wäre es denn, wenn wir jetzt die Dreiecke nehmen? Hat auch soweit ganz gut funktioniert, wie ihr seht. Aber es wurde ja noch enger. Verdammte Kacke. Was machen wir denn jetzt? Es gibt keine Teile, die kleiner sind als dieses Dreieck von der Länge her. Also eine Seite ist halt nun mal, lass mich lügen, halt jetzt hier auf dem Bild vielleicht 4 cm groß. Kleiner geht nicht. So. Also habe ich versucht, die dann anzukippen, damit die halb im Boden verschwindet. Ja, guckt einen kleinen Millimeter raus, aber anders wäre es nicht möglich gewesen, Leute. Sage ich euch so, wie es ist. Und ich bin eigentlich mit dem Resultat ganz zufrieden. Oder was sagt ihr? Also für eine Fahrbahnverengung, finde ich, ist es schon sehr, sehr gut geworden. Ich bräuchte mal noch so ein Männchen hier, das Polizist ist. Na gut, Leute, dann brauchen wir halt noch ein Männchen, das Polizist ist. Gesagt, getan. Es tut mir auch leid, ich habe euch tatsächlich mit dem letzten Thumbnail auf YouTube gespoilert. Das tut mir leid. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, wir haben in der Folge schon das Polizeimännchen. Aber nee, das hatte ich ja tatsächlich im Stream später gebaut. Also habe ich mir ein Männchen genommen, was schon im Auto saß und habe mir gedacht, komm, das können wir auch mal ganz kurz ein bisschen umändern und machen wir uns doch einen Polizist daraus. Mir war wichtig, dass man erkennt, dass es ein Polizist ist. Und ja, ihr werdet gleich sehen, der Stern ist ein bisschen groß, aber es gibt nichts anderes im Spiel. Und ich finde, ja, es ist immer noch Comic und da kann der Stern auch ein bisschen größer sein. Dann sehen die Leute schon von Weitem, dass es sich um Polizisten handelt. So. Ja, guck mal, dann zeigt er nämlich an, wo die langfahren sollen. Seht ihr das? Bitte fahren Sie vorbei. Lass ich ihn da stehen oder stelle ich ihn jetzt zum Schild? Eigentlich können wir ihn zum Schild stellen. Oder? Ja, hier so. Aber der steht noch ein bisschen schräg, der Gute. So, weil wenn jetzt hier nämlich die Autos kommen, wo sind eigentlich die Autos? Aber wir haben das gestoppt, wa? So, guck, der. Oh, der steht aber noch sehr schräg. Hier, guck, der weiß die jetzt, Leute. Der weiß die jetzt. Aber er steht noch zu schräg, der Gute. Entschuldigung, bitte fahren Sie mal jetzt hier der dran vorbei am Unfall hier. Guck mal. Naja, wenn hier dann auch nur eine Baumallee kommt und so, das wird schon. Aber der muss noch einen Gürtel kriegen, Leute. Das geht so nicht. Die Frage ist, wenn ich das jetzt kopiere, mit Mühe hochsetze und ein Stückchen nach vorne, dann kommt das doch da raus, oder? Ja, dann ist das halt hinten so ein bisschen, den darf man halt dann nicht von hinten angucken. Aber so hätte der einen Gürtel, oder?
So hält er wenigstens einen Gürtel. Ich gar nicht so kacke, ehrlich gesagt. Ja, da halt eine Windel an. Guck mal, ist die Hose gerissen oder so. Könnte das jetzt auch einfach? Fällt es nicht ganz so auf. Hat einen Buckel. Aber so sieht es von vorne halt besser aus. Aber der steht immer noch so schräg. Oh, ich will den nicht kopieren. So, okay, den haben wir. Jetzt wollten wir uns heute den Führerhäuschen widmen. Ich finde das eigentlich ganz geil. Weil das kommt tatsächlich schon fast hin. Weil dünner kriegst du die eh nicht. Den Rest nehmen wir einfach weg. Okay, gesagt, getan. Also haben wir das Toilettenhäuschen im Afrika-Style platziert und haben alle Sachen, ja, entfernt, die da nicht so wirklich hingehören. Aber ich fand, dieses Häuschen kam dem Original am nächsten. Das heißt, wir brauchen hier drin eigentlich ein Fenster. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Ja, wie ihr unten links sehen könnt, da habe ich nochmal das Häuschen eingeblendet. Ihr wisst gar nicht wirklich jetzt, guckt auf dem Uncut-Kanal vorbei, was das für ein Krampf war, ein Bild zu finden von diesem Kack-Pförtner-Häuschen. Das war so ein Krampf. Jetzt habe ich irgendein verwackeltes, richtig schlechtes, altes YouTube-Video gefunden, wo man diese Häuschen sieht. Und das ist alles, was mir bleibt, um mich daran zu orientieren. Es kann sein, dass es mittlerweile neue Häuschen gibt. Ich weiß es nicht. Ich war jetzt schon, wie gesagt, 23 Jahre nicht mehr im Serengeti Park. Und ja, habe mich jetzt an diesem Bild orientiert. Und wir bauen jetzt hier auf der, ich nenne es mal Frontseite, wenn man reinkommt, ja, ein Fenster. Und dazu habe ich viele, viele kleine Bauteilchen genommen und habe versucht, irgendwie da ein Fenster reinzukriegen. Denn es muss ja irgendwie so aussehen wie auf dem Bild. Und mit viel Fummelei hat es dann auch funktioniert. Okay, das Fenster haben wir so halb. Danach wollte ich zur Fahrerseite hin auf jeden Fall noch zwei Kassierhäuschen haben, beziehungsweise ja, Kassierer. Und deswegen dachte ich mir, nehmen wir uns so eine Ladentheke, beziehungsweise so eine Wand, wo eine Ladentheke dahinter kann. Die haben wir dann hier platziert. Und ich habe dann dahinter, das werdet ihr gleich sehen, noch einen Informationsstand gepackt, damit dort wirklich auch Mitarbeiter stehen. Mir war wichtig, dass da ein bisschen Leben in die Bude kommt. Eigentlich sind da aber zwei Schalter, oder was? Oder halt noch eine andere Wand. Ich würde da jetzt einfach zwei reinmachen, oder? So, als nächstes widmen wir uns dem Dach. Und das war auch wieder ein Krampf, Leute, denn es gibt genau nur zwei Strohdächer oder auch Reetdächer. Und es gibt einmal das helle, was persönlich eigentlich ich viel cooler finde, was mehr auch zu dem, ja, Vorbild gepasst hätte, zur Realität. Aber dieses Dach ist leider nicht möglich, da es von der Größe her nicht passt. Also mussten wir dieses etwas dunklere nehmen, leider, und haben das ein bisschen angepasst. Und ich finde letztendlich, ja, okay, die Farbe ist es halt ein bisschen ausgeblichen jetzt mit der Zeit. Und ich finde, so geht das aber einigermaßen. Das Gute ist, wir müssen das Häuschen nur einmal bauen und können es dann immer wieder kopieren für die anderen Pförtnerhäuschen. Und da war ich schon ganz happy. Eigentlich habe ich gedacht, man kann das Ding färben, aber man kann nur den Holzbalken färben. Leider. Egal, wir lassen es so. Ja, ich nehme auf die Kante. So, und jetzt können wir nämlich hier, damit das ein bisschen authentischer aussieht, das war mir halt wichtig. Wir können erstmal kurz die Sonne wandern lassen, dass wir hier ein bisschen Licht im Dunkel haben. So. Jetzt können wir hier nämlich sagen, Einrichtung. Weil
Jetzt kaufen die da ihre Tickets. Hätte ich mir das Fenster hier sparen können. Pass auf, Brain Move. So, dann würde ich jetzt aber hier noch das Schild dran düdeln. Ja, Leute, wenn wir uns schon an Vorlagen halten, dann müssen wir uns auch richtig an Vorlagen halten. Da ist eindeutig ein weißes Schild dran. Also muss dieses weiße Schild da auch ran, Leute. Aber ja, okay, die Schrift, die da drauf steht, die kriegt man natürlich nicht hin. Aber weißes Schild ist weißes Schild. Penibel und so. Ja, es ist noch ein bisschen zu viereckig eigentlich, aber hier gibt es irgendwie nichts. Nichts Flaches, was man da hinmachen kann. Leider. Weil jetzt ist das Ding ja breiter. Okay, Leute, das war's erstmal mit der heutigen Folge von Planet Zoo und dem Serengeti Park. Würde mich wie gesagt freuen, wenn ihr wieder mal einen Kommentar da lasst und natürlich aufs Däumchen drückt, denn das unterstützt das Video, das unterstützt mich, das unterstützt meinen Kanal. Also bitte, bitte, bitte lasst mal ein bisschen Liebe da. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Ich arbeite fleißig schnell weiter an der nächsten Folge und dann sehen wir uns gerne zur nächsten Folge wieder. Wie gesagt, Uncut-Kanal in der ersten Zeile der Videobeschreibung nicht vergessen und schaut gerne mal auf Twitch vorbei. Sorry für die ganze Werbung, aber ich will endlich bitte, bitte diese 1000 Abonnenten irgendwie schaffen. Das zieht sich mittlerweile wie Kaugummi. Also helft gerne mit. Dankeschön, euer Chris. Bis zum nächsten Video. Ciao.